Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3 mit meiner bereits fünften Staffel und der nun 95. Folge, heute in der Vorproduktion am 2.5.22. Bevor es aber losgeht, natürlich wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Mark William Kirchner. Der Mark William Kirchner hat nämlich am 22.07.21 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber, du warst Nummer 543 und außerdem freut es mich auch, dass du auch deinen Weg zu mir auf Twitch gefunden hast. So, Mark William verschwindet jetzt aber wieder und ich habe gerade mal die Zeit pausiert, weil schon wieder irgendwelche Ereignisse im Hintergrund passieren. Oh Gott, es ist schon wieder spät am Abend, es tut mir leid. Ja, wir blicken hier auf unsere neue Mühle und die neue Hufe und da müssen natürlich noch Dinge passieren. Aber ich habe jetzt nochmal, wie ich schon am Ende der letzten Folge sagte, die Zeit vorlaufen lassen. Wir sind jetzt im Jahre 1412, es ist fast 4 Uhr morgens und ich will jetzt noch die Zeit nutzen, bevor es richtig losgeht mit der Arbeit, nochmal diverse Sachen umzustellen. Zuallererst den Stufenaufstieg, wahrscheinlich Sohnemann, genau, konnte ich mir schon was denken. Der wird dann jetzt ein bisschen charismatischer, bitte. Dankeschön. Und Sohnemann müsste jetzt auch schon zu Hause helfen können, wenn ich das nicht schon eingestellt habe. Ich muss mal eben schauen, ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Okay, habe ich schon gemacht, gut. Gut, dann, ich habe mir was überlegt. So ein bisschen. Ja, manchmal habe ich auch ein bisschen so was wie Gehirnzellen, die dann manchmal auch ein bisschen funktionieren. Und zwar, der Körnerbrei ist ja nun wirklich von allen Produkten hier, die mir gerade zur Verfügung stehen, so finde ich zumindest die produktivste Variante. Ich habe die Möglichkeit, 4 Arbeiter einzustellen. Ginge hier eigentlich auch ein weiterer Furtlicht? Ja, es ginge hier theoretisch sogar noch ein weiterer Furtlicht. Okay. Das ist eigentlich sehr interessant, wie ich finde. Das heißt, 4 Leute könnten hier arbeiten, wo ich sagen könnte, zum Beispiel, 2 Leute sollen immer den Brei die Kleie herstellen. Es dauert 20 Ingame-Minuten. In der Zeit. Oder eine Person, das würde. Ja, nee, würde auch nicht reichen mit einer Person. Ich brauche 2 Kleie. Und Eimer Wasser brauchen wir auch noch. Okay, also ihr seht schon, es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Auch die Handelsrouten muss ich da nochmal ändern. Aber let's do it. So, bitte nur Körnerbrei herstellen, nichts anderes in Wiederholungsmodus. Ja, das bedeutet natürlich, ihr braucht Wasser. Moment, jetzt muss ich mal gucken. War immer einmal Wasser, ne? Einmal Wasser und 2-mal Kleie. Okay, die Kleie wiederum benötigt in Anführungsstrichen nur Weizen und Gerste. Okay. Dann Lager, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ist auf mindestens 20 eingestellt, soll Maximum 60 haben, damit ich mir nicht hier wieder die Slots zumülle. So, Körnerbrei soll dann immer schon rausgehen, Verkaufslager, werde ich mal das Gerstenmehl jetzt, nee, das ist Weizenmehl, werde ich mir das Weizenmehl rausnehmen und dafür dann den Körnerbrei reinlegen. Die letzten 20 Fladenbrote können natürlich verkauft werden. So, gehe ich hier schon mal auf 10 Körnerbrei. Okay. Kleie könnte man auch auf 5 stellen, auch wenn es eigentlich ein Rohstoff für uns ist, aber wenn wir dann schon mal im Überschuss haben werden, warum nicht? Gut, ich hatte mich erst überlegt, ob ich den Leuten hier manuell die Aufgaben zuteile, aber ich glaube, einfach um das Gleichgewicht hier so ein bisschen zu halten, ich lasse die das automatisch machen. So, das war das eine Ding. Das nächste wird sein, dass sie auf jeden Fall noch eine Tragetasche benötigen wird. Du nimmst jetzt mal. Ach, du bist gar nicht zu Hause. Meine Füße tun weh. Wo bist du denn gerade? Oh, sie ist fast zu Hause. Na gut. Lass mal kurz die Zeit laufen. So. Dann nimmst du bitte mal sämtliche Fladenbrote mit. Und das Zeugs hier. So, dann gibt es hier auch keinen Stau mehr. Neustadt für 37 und Altstadt für 81. Eigentlich ein echt cooler Preis. Na gut. Noch ein Stufenaufstieg hier, nice. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Kleinseite. Hier ist Burgstadt. Wo ist denn Altstadt und Neustadt, bitte? Ich kenne mich doch noch ja nicht aus hier in Prag. Ich war nur einmal auf Durchreise da. Und auf der Karte hier, glaube ich, nur einmal bisher. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier drüben ist Altstadt, okay. Dann ist Neustadt hier unten. Ja, Neustadt ist hier unten, okay. Dann lauf du doch bitte schon mal dahin. Wir gucken, wer ein Level-Up hatte.
Das Töchterchen wird jetzt auch mal charismatischer, bitte. Die wird auch schon fast erwachsen sein demnächst, okay. So, damit mich das nicht irritiert, das schon mal weg. Dann. Hufe. Benötigt. Auf jeden Fall ein Furtlecht. Arbeiter. Arbeiter. Theoretisch sogar noch viel mehr, aber okay. Die alte Hufe benötigt noch ein kleines Upgrade. Moment. Lagerregeln. Zwischen 20 und 60 sollen da sein. Genau, weil die holen ja auch gerne immer 20er Stacks. Außerdem Produktion von... So. Soll auch definitiv mit reingegangen werden. Also will ich mit reinnehmen, und zwar eine absichtliche Überproduktion an Wasser. Der Überschuss geht ja durch den Philipp automatisch raus. Er hat ja die Route drin... Er müsste Lagerregeln Einheiten haben, oder? Nee, Quatsch. Er fährt rüber. Er fährt rüber. Mist. Ich dachte gerade, sie fährt rüber. Boing. Da muss ich das abändern. Ja. Weil die Hufe sollen nämlich die Überproduktionen verkaufen gehen. Und die Mühle wiederum das gewünschte Produkt produzieren und verkaufen. Ja. Okay. Jetzt müssen wir hier auch Lager einstellen. Hier bis zu 60, Minimum 20 sollen es sein. Was hatte ich hier drüben? Ich versuche es mich gerade einfach zu kopieren. 1 zu 10, okay. Kriegen wir hin. Es ist doch gut jetzt, Mu. Geht die mir auf den Senkel heute. So, dann hier nochmal 1. Hier die 10. So. Könnte ich natürlich auch über die Schaltflächen machen. Oder ich glaube, es geht sogar immer noch. Ja, wenn ich reinklicke, kann ich mit dem Mausrad hier auch die Menge bestimmen. So. Okay, dann Produktion. Einmal das extra Wasser. Dann das. Dann das. Und selbstverfreilich Wiederholungsmodus. So, jetzt die Mühle. Die Mühle, die Mühle, die Mühle. Wasser 2060, genau. So was ihr wollt. Okay, dann hatten wir die Getreidesorten auch 2060. Das Mehl fliegt ja nun raus. Okay. Alles mit 2060, was ich jetzt brauche. Nee, das ist die Hufe. Ich wollte hier die Mühle umstellen. Lager. 20 hat er schon. Ach, ich mach das jetzt mal so rum hier. Zack. Dann... Kleie. Ah, wartet mal. Die Kleie müsste ich eigentlich immer aufbewahren. Da mache ich mal 10. Ja, das macht mehr Sinn, würde ich sagen, wenn ich 10 mache. Und hier halt maximal 60. Falls dann doch irgendwie mal nicht verkauft werden kann, richtig. So. Wasser auch 20? Richtig nicht. Nee, so. Ich dachte, ich habe schon reingeklickt. So, Flammenbrote nicht mehr. Körnerbrei soll rausgehen. Gut. Kleie muss ich drüben noch einschalten. Ach, ich sehe gerade. Das sehe ich ja jetzt erst. Mit einem Durchlauf produzieren die ja zwei Kleie, steht hier. Relativ schwer erkennbar, aber steht da. Okay. Das macht die Sache nochmal ein bisschen einfacher, glaube ich. So, hier wollte ich aber noch schnell umstellen, dass der Körnerbrei... Nee, die Kleie. Ach Mensch, warum ist denn hier alles anders sortiert? So. Mindestens 10 Kleie sollen immer liegen. Gut, dann brauchen wir selbstverfreilich... Ja, auch ein Furtknecht. Zwei Arbeiter. So, das muss natürlich noch hier upgradet werden, aber ich will natürlich erstmal versuchen, die bereits fortgeschrittenere Produktion auf Vordermann zu bringen. Warum tust du gerade nichts? Ohne Tätigkeit? Arbeiten pausiert? Ihr wünscht mich zu sprechen? Ach, er hat gerade natürlich nichts zu tun. Ja, logisch. Es fehlen ja die Rohstoffe. So.
Jetzt haben wir das schon mal wenigstens eingestellt. Jetzt muss ich mal darauf warten, dass die Arbeiten anfangen, damit da schon mal ein paar Sachen ankommen. Und dann noch die Handelsrouten umändern und nochmal ein, zwei Flurknechte vielleicht hinzustellen. So, die fangen jetzt erstmal an zu arbeiten. Wir versuchen erstmal nochmal irgendwie Geld zu erpressen. In Anführungsstrichen. Und uns dann noch eine Tragetasche zu kaufen für die Miloslava. Eigentlich brauche ich zwei Tragetaschen, wie mir gerade einfällt. Für die zweite Mühle ja auch noch. Denn durch das Update, was ja jetzt gekommen ist, auf die Version 0918, hatte ich euch ja schon erzählt im ersten Video, also am Montag, dass ja die Flurknechte nur noch bis zur Menge von mitnehmen und nicht einfach jeweils 10, wenn ich zum Beispiel 10 da zu stehen habe. So, erstmal schön verhökern der Dinge, sehr schön. Das hier auch noch, Wunderbärchen, und dann brauche ich bitte Transport. Oh, geht ja. Ist ja schon fast günstig. Einmal für sie selbst, dann noch für den Kollegen aus der Nachbarmühle. Dann schicken wir sie am besten gleich hier hin zur Nachbarmühle. So. Meine Sohlen dampfen schon. Dann werde ich ihm hier sagen, dass er bitte die Lagerregeln einhalten soll. So. Soll sich das Wasser erstmal ein bisschen anstauen hier zur Not. Was jetzt aber ein bisschen problematisch wird, wie ich sehe, oder? Ach, hier hatte ich ja schon auf 60-30 umgestellt sogar. Okay. Und er brauchte immer doppelt so viel Weizen, wie er Gerste benötigt. Na gut. Das ist schon mal etwas. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass jetzt gerade im Moment nicht wirklich viel rüberliefert wird. Weil, nö, stattdessen geht er verkaufen, natürlich. Mir ist nämlich aufgefallen in der, es müsste die letzte Folge gewesen sein, dass Miloslava ja doch in der Hufe war und versucht hat abzuholen. Automatisch. Es muss aber halt was liegen. Und dann haben wir ja das Problem mit den automatischen Routen. Automatisierte Flurknechte werden Gegenstände über dem hier festgelegten Wert verkaufen, wenn diese nicht für die Produktion benötigt werden. Wartet mal. Ich wage jetzt mal ein Experiment. Da steht automatisierte. Wenn ich jetzt aber eine manuelle Route anlege, geht das als automatisiert oder nicht? Müsste ja eigentlich, ne? Ich glaube, sie kommt gerade an, oder? Sie ist schon angekommen. Gut. Dann gibst du das bitte deinem Kollegen Radomil. Genau. Der hat noch keine Route. Lässt sich ändern. Und du? Alter, war der Falke laut. Gehst deiner Arbeit erstmal wieder nach. Moment, bleib hier. So, ich will dich beobachten. Was macht sie jetzt so? Wohin soll's gehen? Ah, ich gehe einfach hier rein. So. Jetzt läuft sie los zum Betrieb. Sie läuft zur Hufe. Und holt Wasser. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön, das wollte ich sehen. Jetzt ist bloß die Frage. Jetzt hast du zwar Wasser geholt, aber wie viel lag denn vorrätig? Es müsste ja eigentlich zu viel gewesen sein, ne? Oh, doch nicht. Es war sogar zu wenig. Das habe ich bei Wasser eingestellt. 20:60. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann haben die Flurknechte aus den anderen Betrieben nicht die Anweisung, sich an die Lagerregeln zu halten. Wenn ich das richtig verstehe. Also beim Abholen. Wenn die sehen, hier liegt so und so viel da und die brauchen das gerade nicht für die eigene Produktion. Obwohl, brauchen sie ja. Ja, wir beobachten mal weiter. Was kam da eigentlich für eine Meldung rein? Ankündigung Gilde der Alchemie, Amt unbesetzt. Ja gut. Hatte ich ja gesagt, müssen wir uns später drum kümmern, kann ich momentan nichts machen. Hat sie jetzt auch gleich noch Getreide mit drin? Moment. Wohin? Nee, tatsächlich hat sie erstmal nur Wasser genommen. Jetzt geht die das Wasser verkaufen oder wie? Oder wäre da was? Oh, jetzt geht die wieder Getreide einkaufen. Ankündigung der Handwerker! Hat mich nicht so interessieren, weil ich kein Handwerker bin! Ach, nur mal gucken, was es wäre. Worum geht's denn? Moment.
Eine nahe Stadt braucht dringend Handwerker, da die handwerklich Begabten aus ihrer eigenen Bürgerschaft ausgezogen sind, um eine Zeit lang für guten Lohn einem hohen Herrn zu dienen. Nun stehen die Betriebe still. Die Gilde der Handwerker folgt diesem Ruf selbstverständlich. Ja. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Jetzt geht gerade wieder woanders hin. Jetzt zur zweiten Hufe. Mal gucken, was sie jetzt einlädt. Nochmal Wasser. Dein Ernst? Warum holt die jetzt so viel Wasser? Die soll Getreide holen. Das Wasser ist schon wieder weg? Was? Moment. Ach, dann ist die gerade zum Marktplatz, hat da nochmal Wasser gekauft oder wie oder wer da was? So, jetzt kann endlich Körnerbrei produziert werden. Wunderbar. Sie läuft wieder zu Hufe. Sehr schön. Holt wieder Wasser und dann auch nicht wenig. Aber die muss auch Getreide holen, die Dumpfbacke. Jetzt war sie gerade bei der Mühle. Okay. Kann sie gerade nichts tun, sagt sie. Doch, jetzt kann sie Körnerbrei mitnehmen. Ja, ich habe ja noch Verkaufslager-Körnerbrei. Ich habe mich gerade gewundert, wo die erste Produktionsreihe hin ist. Petronika hat angeblich nichts zu tun. Ja klar, weil wir kein keine Kleie mehr da haben, weil wir keinen Weizen da haben. Was passiert da im Hintergrund? Der Krieg ist verloren. Ui. Ja, war keiner hingegangen, ne? Es ist Krieg und niemand geht hin. So. Experiment läuft weiter. Vielleicht braucht es doch einfach nur ein kleines Weilchen, bis sich das einpendelt. Aber ich habe die Befürchtung, dass die beiden Furtknechte aus der Mühle jetzt einfach zu viel Wasser aus den Hufen gezogen haben. Und dass er deswegen nicht wirklich produziert werden konnte. Ah, Mist. Ich hab's befürchtet. Sie geht nicht an diese Getreidevorräte ran hier. Nee, da muss ich es anders machen. Da muss ich sagen, Verkaufen von Weizen und Gerste soll verboten werden. Und ich gehe wieder auf Menge 1 bis Maximum 60. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube nicht, dass die Produzenten das einhalten, ne? Ah, automatisierte Fuhrknechte werden Gegenstände über dem hier festgelegten Maximalbestand auf dem Markt verkaufen. Okay. Ah. Geht aber nicht, wenn ich vorher sage, geht nicht, ne? Wenn ich vorher sage, verkaufe es nicht. Ah. Das hier ist ein bisschen schwierig. Jetzt muss man wirklich gucken, wie sich hier das Gleichgewicht hält. Miloslava, warum läufst du nicht los? Hier, mach eine neue Abfrage auf deiner Route. Willst du nicht? Schnurzel! Mach schon. Was hier passiert? Dynastietitel erworben, okay. Ich habe die Befürchtung, dass es jetzt wiederum heißt... Sie holen es gar nicht, weil ich den Verkauf verboten habe. Yep. Na. Ah. Auch er hier? Moment. Furtknecht, der hier? Ja, er tut auch nichts. Mist. Nee, da muss ich das irgendwie anders regeln. Okay, wie teuer ist hier der zweite Furtknecht? 600, ach, genauso viel. Das geht ja schon fast. Alles klar. Zuerst die alte Mühle, wo wir auch deutlich mehr Arbeiter haben. Furtknecht, jo. Noch ein weiterer Arbeiter gleich dazu. Ich Idiot. Nein! Jetzt habe ich bei der Mühle... Oh! Okay, das war jetzt Geldverschwendung. Entschuldigt bitte, ich wollte bei der Hufe. Ah. Ah.
Mist. Andererseits stelle ich jetzt einen weiteren Fuhrknecht hier ein. Dann bekommt er wiederum, oder in dem Fall sie, die Tragetasche. Wo soll's hingehen? Miloslava wird weiterhin die Lagerregeln einhalten und Alenka bekommt eine neue Route. Welche Hufe war zuerst? Dünger hilft immer, ne? Ach genau, im Hintergrund sehe ich auch die Selektierung gerade. Das Fenster ist übrigens noch nicht verschiebbar. Kleiner Hinweis. So. Und dann unsere... Quatsch. Unsere Mühle, die erste mit hoher Erlöse war das. Da ist sie. Du sollst bitte einladen. Gerste. Weizen. Wasser. Der Weg ist relativ kurz, deswegen sage ich jetzt mal hier 5 Gerste, 10 Weizen und 5 Wasser. Obwohl, brauche ich jetzt gar nicht mehr. Das ist jetzt Umlaufvermögen, mehr oder weniger. Egal. So, Weizen... Gerste, Wasser, abladen. Ja, jetzt meckert er mir natürlich, weil ich die Menge zu hoch eingestellt habe. Ach, komm schon. Nö, dann mache ich das so. So. Hey, schön. Wenn es jetzt wirklich funktioniert, mit dem, dass die wirklich immer nur bis zur Menge von aufnehmen, dann ist es jetzt auch viel einfacher, hier die Menge abzustimmen. So, Getreide für Mühle. Enter. Speichern. Hat funktioniert. Übernimm diese Route. Alles klar. Ich lasse die Zeit jetzt wieder auf normal laufen. Dann gibt es hier in der Windmühle auch das Upgrade. So. So. Quatsch, nicht komplett rausgehen, Robin. Ah! So. Genau, da bekommst du nämlich jetzt ebenfalls diese Route hier und da muss ich jetzt sagen, zum Antoniusfeuer ist die Hufe und Mahlgang ist dann die Mühle. Wieder dasselbe Thema hier. Aber praktischerweise nimmt er immer gleich schon 20er Schritte hier. Natürlich muss ich jetzt hier sagen, bitte alles abladen. Und ihr seht auch auf der rechten Seite die Hinweise verschwinden, was ich dann noch falsch eingestellt habe und was noch nicht. So. Getreide für Mühle. Ja, Mühle. Mühle ist bestimmt das, was ich sagen wollte. Statt Enter zu drücken, kann ich auch hier aufs Häkchen drücken, speichern. Übernimm diese Route und du kriegst natürlich jemanden an deine Seite gestellt, der die Lagerregeln einhalten soll. Jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Ich muss hier natürlich noch sagen, es darf wieder verkauft werden. Ja, Philipp rennt natürlich sofort los mit dem Stuff. Und Alenka hat sofort abgeholt. Alenka wiederum arbeitet doch in der Mühle. Jo. Nee, tut sie nicht. Wo soll's hingehen? Mitglied eurer Dynastie? Sag mal, bin ich jetzt total bescheuert? Moment. Von der Mühle. Gut, danke. Das ist bloß irritierend, dass sie hier gerade in beiden Betrieben angezeigt wird. Oh. Oh.
So, vor Ort Verkäufe überleben. Ich sehe ja gerade echt mein Überleben, ne? Alter Schwede. So, Alenka hat den Auftrag schon mehr oder weniger fast ausgefüllt hier. Und abgeladen. Sehr schön. Und zwar auch nur bis zur Menge von. Sehr geil. Dass die 60 nicht überschritten wird. Und wieder nächste eingeladen. Ich mach mal auf maximale Geschwindigkeit. Wird nächste eingeladen. Alles klar, es funktioniert. Und das Schöne ist ja, er hier soll sich einfach nur darum kümmern, der Philipp, dass die Überschüsse rausgehen, dass hier nicht zu viel liegt. So läuft der Laden tatsächlich. So, hier habe ich ja auch den Verkauf noch erlaubt, ne? Genau. 1 bis 10 jeweils eingestellt. Das hat nicht zu viel davon dann irgendwann drin liegt. Wenn dann doch mal irgendwo die Produktion stoppt, zum Beispiel durch eine Maßnahme in einem späteren sozialen Amt, wo es dann zum Beispiel heißt, die Bücher werden geprüft von dem Betrieb. Obwohl mein Plan ja eigentlich ist, dass die Mühle nicht dauerhaft mahlen soll. In dieser Runde hier, die wir ja jetzt hier spielen. Okay, dann ist jetzt eigentlich schon die Situation so weit geklärt, dass ich auf mehr Arbeiter gehen kann. Um den Gewinn einfach zu maximieren. Hier, Radomir hört auch jetzt Gerste. Und Wasser. Wer? Wer ist krank? Ich will was Süßes haben. Das Kind! Kind, hör auf! Hör auf zu spielen! Nein, geh zum Arzt! Saskia! Bitte! Meine Älteste! Komm schon! Das ist so doof, ne? Da ist die krank und man kann die Tätigkeit nicht abbrechen. Ah! Sie hat selbst gemerkt, sie geht selbst zum Onkel Doktor. Alle klar. Schön. Okay, dann. Wollen wir hier zuerst den weiteren Arbeiter drin haben? Jo. Ah, ich drücke immer auf Schließen, ich weiß nicht warum. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, wir werden mal doch noch ein bisschen die Nacht überspringen, bevor ich alle Erweiterungen hole, die ich jetzt unbedingt brauche, weil die sind dann doch wirklich ein bisschen sehr teuer manchmal. Denn Produktivitätserweiterung brauchen wir ja auch noch bei den neuen Gebäuden. Dann die Kundenzufriedenheit bei den Mühlen müssen wir auf jeden Fall anheben. Apropos, hat es sich denn mittlerweile schon gelohnt? Beliebtheit? Nö. Und wie gar nicht. Was ist hier los? Furtlech konnte seine Route nicht beenden. Welcher? Sie? Wieso? Ich bin so blöd. Ja, also, wenn man das nicht einstellt, dann ist natürlich kein Output da. Ja, also, ne? Warum hat der gerade 20 Wasser wegbringen wollen? Ah, ne, er hat's geholt, okay. Ja, okay, und sie wird's nicht hätte erfüllen können, weil es war halt nichts da. Danke für den Hinweis, liebes Spiel, dass ich da halt einen Fehler gemacht hatte, einfach. Alles klar. Das heißt, das läuft jetzt. Sie hat gerade Getreide gekauft, Weizen. Das ist nicht so schön. Oder ist jetzt doch irgendwo... Ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst, aber mein Geld ist runtergegangen. Okay. Gut. Oder auch nicht. So, jetzt ist natürlich ein bisschen doof. Die Dynastie ist noch viel zu klein, als dass ich die ganze Kette jetzt über Nacht hätte laufen lassen können. Weil ich brauche halt in der Hufe brauche ich ein paar Leute, die arbeiten. Und in der Mühle ein paar Leute, die arbeiten und fahren. Miloslava fährt, okay, immerhin. Ach, das Verkaufslager in der zweiten Mühle muss ich ja auch noch anpassen. Dann machen wir das noch, während wir auf die Nacht warten. Die übrigens gerade kommt, dann warte ich eben noch ab hier. So, 1415 schon. Das heißt, ein Kind müsste erwachsen sein. Was wiederum bedeutet, wir können das Kind erstmal in Ruhe verheiraten. Und alles in Ordnung. Und warten einfach darauf, dass im Hintergrund unser Vermögen wächst. Und unser Ansehen. So, was ist hier los? Fernhandelsbericht. Rohstoffe in Wien. Hätte ich theoretisch.
Bring ich euch aber nicht, weil ich brauche sie selbst. Verkaufslager. Körnerbrei 10, bitte. Dass wir über Nacht halt auch schön Geld dran verdienen können. Und Kleie 5. Ja, da waren jetzt schon die Kleie rein, bevor sie überhaupt verarbeitet wird. Okay, naja, egal. So, Kind, erwachsen, ja, nein. Ah, noch nicht, okay. Moment mal, sie war doch 11 in der letzten Runde. Warum ist sie jetzt nur 13? Ich habe doch 3 Jahre pro Runde eingestellt. Ah, oder sie ist im Laufe des Tages dann 16. Nee, Quatsch, 14 müsste sie sein. Sie hat jetzt im Laufe der... Alles in Ordnung. Das ist schön. Im Laufe des Tages wird sie 14. Dann hat sie nämlich ihren Geburtstag. Okay. Schon eine halbe Stunde rum. Okay. Nun gut, Leute. Ja. Ist schon spät bei mir, wie gesagt. Und, ich hätte jetzt nicht geschätzt, dass das schon eine halbe Stunde war. Aber okay. Experiment geglückt. Wir wissen jetzt, wie die Handelsrouten sich jetzt mittlerweile verhalten. Finde ich sehr gut, die Entwicklung. Man kann natürlich auch immer noch mal genau auf die Mengen abpassen, auf Weg, Zeitrechnung und so weiter und so fort. Aber das funktioniert jetzt auch so. Finde ich gut. Braucht man sich weniger Gedanken machen und weniger oft kontrollieren, wenn man irgendwann dann 20 Betriebe jetzt so schnell fühlt. Aber auf alle Fälle hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.